Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Spezialausgabe von der Vorschau zu der U20-Weltmeisterschaften in Montreal und in Toronto über Weihnachten und Neujahr. Der Christian Wohlwend hat diese Woche das Aufgebot bekannt gegeben mit den Spielern, die er gerne an die WM würde mitnehmen würde. Darunter sind jetzt ein paar Überraschungen und wir tun doch die im ersten Teil kurz ansprechen, bevor wir sie dann im Einzelnen vorstellen in den kommenden Tagen. Der Christian Wohlwend hat 28 Spieler aufgeboten. Von diesen 28 muss er auf 23 Mal abreduzieren. Ich gehe davon aus, dass er mit 7 Verteidiger und 13 Stürmer wird agieren, plus 3 Goalinnen. Die 3 Goalinnen werden morgen vorgestellt im Detail. Zu den Überraschungen respektive zum Aufgebot im Generellen. Der Christian Wohlwend hat eigentlich ein recht ausgeglichenes Kader zusammengestellt. Er hat bei den Goalinnen 3 Goalinnen genommen, die man dürfen erwarten und die auch wird einsetzen, vielleicht mit Ausnahme von Philipp Wüthrich. Er wird vermutlich nur mitkommen für ein klein WM-Luft können schnuppern. In der Verteidigung hat der Christian Wohlwend 10 Spieler aufgeboten, zwischen 7 und 8, je nachdem wie er es dann handhaben will, werden an die WM mitgenommen. Überraschenderweise nicht dabei sind der Simon Le Coulter, der Mischa Mohr und der Christian Zuleski. Der Le Coulter spielt in der Quebec Match Junior Hockey League, der Mischa Mohr beim HC Ambrì Piotta und beim EHC Biel spielt Christian Zuleski. Dafür hat er überraschend für mich der Serge Weber von Kloten mitgenommen, der Yannick Born von Bern und auch von Bern der Colin Gerber. Im Sturm hat er 15 Leute aufgeboten. Und dort, je nachdem, wie er sich eben entscheidet, sind zwischen 12 und 13, die er mitnimmt. Überraschend nicht im Aufgebot sind der Sandro Furrer von Zug, der André Heim von Bern, der Mackay Holdener, der vor kurzem in die NCAA gewechselt hat, der August Impos, der bei Genf spielt, der Axel Simic, der in der Quebec Match Junior Hockey League spielt, und der Dominik Wolejniszek, der in Malmö spielt. Sie also nicht dabei. Dafür ist der Fabian Haberstich vom EV Zug dabei, der Nelson Gigé ist dabei, der Luac Inalbon vom HC Lausanne, der Marco Miranda, der Raphael Brassel von der GZK Lions, der Yannick Zehnder, sind dabei. Noch nicht sicher ist, ob der Dennis Malgin die Freigabe von den Florida Panthers wird bekommen. Er spielt ja in der NHL bis jetzt sehr gut mit und kann bei den Florida Panthers sein können zeigen. Ich gehe davon aus, dass der Dennis Malgin im Gegensatz zum Kevin Fiala an der U20-WM wird dabei sein und auch der Freigabe wird bekommen von den Florida Panthers. Er will sich noch einmal zeigen auf dem U20-Niveau und zeigen, was in ihm alles noch steckt. Und für ihn selber kann er noch einmal gute Werbung machen im Sinn von den Florida Panthers, dass man ihm auch viel Verantwortung kann übertragen. Der Staff ist mit dem Christian Wohlwend als Head Coach vorgesehen, der Tommy Albelin und der Gorsin Gamichel als Assistenztrainer, der Stefan Siegfried ist als Goalie dabei und der Jan Eggert ist der Videocoach. Zum x-ten Mal dabei ist der Materialchef, der Toni Müller. Er hat bis jetzt wirklich noch fast keine einzige WM verpasst. Wenn er es richten kann, kommt er immer wieder gerne mit. Und er ist einer, wo man gerade Pferd stellen kann. Mit ihm ist es immer interessant, spannend und teilweise auch lustig. Die U20-Nationalmannschaft bestreitet vor der WM 2 Spiele in Kanada. Am 21. Dezember
spielen sie in Oshawa gegen die USA spielen und am 23. Dezember spielen sie in Toronto gegen Kanada, bevor sie näher auf Montreal wechseln, wo sie dann am 27. September ihr erstes Spiel gegen Tschechien austragen. Die WM selber, wie vermutet fast, wird auf kleinen Eisfeldern ausgespielt. Das ist das Toronto ist im Air Canada Center und das Montreal im Bell Center. Ich hoffe, ihr tut die kommenden Tag, wo wir die Spieler genauer noch vorstellen, was ihre Stärken, ihre Schwächen sind, was sie für Chancen haben, sich im U20-Aufgebot festzusetzen, auch verfolgen. Es würde mich freuen. Und noch ein kleiner Hinweis: Wir berichten aus erster Hand von der WM in Montreal. Bei uns seid ihr trotz der Zeitverschiebung von rund 7 Stunden immer live ein Böck, ihr erfahrt hier auf unserer Seite, sei es im Video oder sei es im geschriebenen Stil, jeweils alles über die Schweizer Nationalmannschaft, wie es ihnen geht, was sie so machen. Und wir haben auch spannende Interviews vorgesehen mit den Spielern und den Trainern. Von dem her wünsche ich euch einen ganz schönen Wochenstart und ich freue mich, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet, wenn wir die drei Goalinnen, der Philipp Wüttrich, der Matteo Ritz und der Joren Van Bottelbergen, näher vorstellen. Ciao zusammen!